noch was passieren? What the hell? Ah. Achso, weil Marcel gefehlt hat, oder was? Nee, ich. Leon. Ach so, okay, interessant. Das war doch gerade so hell. Bau die. Machen fucking viel Schaden. Oh ja, aber die mögen keinen Luftlehner. Sehr schön. Ja, für einen ab hier noch bewegen. Na, jetzt bekommen wir echt Outfired. Wow. Danke, Game. Wow, so werde ich niemals rankommen hinter euch. Ja, ich hab da. Wow. Ich glaube, ich sicher auch nicht. Obwohl. Vielleicht ja doch. Den Terminator. Prepare yourself. Prepare. Preparare. Yes, sir. Für den letzten kannst du noch. Den letzten darfst du noch. Wenn ich drankommen würde, ja. Der auch noch. Der auch noch schöne Rüstung hat. Hä? Locker One, die müssen locker wegschotten. Wow. Oh, oh, das wird sehr viel Schaden. Wenn. Okay, schön, dass dahinter zuerst dran ist. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Kommt gleich eine globale Abkühlung rein, dann sind die alle Geschichte. Wenn Leon nicht Geschichte ist. Na, der geht auf. Mich. Der auf mich. So? Ja. Ja, die stechen einfach überall rein und gut ist die Sache. Was für wilde Stecher. Einmal überall reinlunzen. Würde welchen sind tot, da krieg ich 80 Klingen jetzt angefahren. Ja, solange du an denen da rankommst, müssen die anderen glaube ich auch sterben. Nee, die sind ja nicht von dem beschworen. Hä, warum? Ach, meine Maus hat einfach geklickt. Egal, hat trotzdem funktioniert. Du blutest jetzt halt nur. Ist egal. Hat noch eine Granate, die kannst du mal. Schatz, kannst du mal dein Inventar freigeben? Mann. Weil ich. Hab das meiste zwar. Ich hab meistens keine Granaten, oder? Du hast Granaten. Keine. Oh. Ja, ja, stimmt. Eine Blendgranate und eine. Okay, die ist voll klein. Der Radius von der Feuergranate ist eigentlich voll klein. Ich will eine globale Abkühlung machen. Ich will eine globale Abkühlung machen. Warum? Das sind doch bloß Mobs mit 19 Leben. Die wirst du alle one-shotten, ja. Das sieht dann aber lustig aus. Ich möchte aber nicht sterben. Das sieht aber lustig aus. Oh, Lena, ey. Schön, dass sie brennen können. Aua.
Dann machen sie eine globale Abkühlung und töten sie alles. Ja, ich sehe, wie Elena es gekühlt hat. Wow. Mein Gott. Einfach töten können. Nee, ich komme tatsächlich nicht ran. Na, schade. Noch was zu trinken. Bald Flasche geben. Die abgeranzte erste Flasche. Wenn sie näher steht. Tot, naja, noch toter. Also der Große wäre der Einzige, den ich davon looten würde. Der Rest, der kann da... Also ihr habt wahnsinnig viel Spaß dran. Alles zu looten, ja sicher. Natürlich! Kerze drin in dem einen. Ja, ich hab auch schon zwei gehabt mit Kerze. Nice. Warum haben die eine Kerze dabei, Mann? Haben die jetzt für sie gehalten? Warte in der Zeit im Heiligen Feuer. Mach das. Ist schön. Ist warm. Mag ich. Ciao. Oh nee, ich darf nicht an. Tschüss. Tschüss. Kommst du wieder raus, regnet's trostlos, langweilig. Ja, Lena, wie immer. Kennst du den Text? Ehrlich, lead the way. Lead the way, EA. Way, way, way. Ja. Okay. Noch Ward. What? Watch Ward? Richtig? Ja, tue ich. Bei dem Hund waren wir noch nicht, ne? Ja, den drehen wir gerade hin. Der andere Hund. Leader in Trouble. Ihr kennt den Hund von Stadtplatz von Treibholz wieder. Die Wunden von seinem Stachelhalsband verheilen gut. Oh, hallo. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Hey, riecht ihr das? Riecht wie dieser Fischort, oder? Wie Fisch nur. Schlimmer. Also dann, tschüss. Tschüss. Wahrscheinlich wieder nur Brummen. Ja. Wir haben auf dem Friedhof halt noch. Oh, egal. Lena geht vor. Richtig. Erst das Haus des Brückenwächters und dann. Er hätte doch einfach den Hebel ziehen können. Hebel werden überbewertet. Hätte man anscheinend den Dietrich ge. Welche Kosten, wie gesagt, nicht. Spart. Oh. Aber gegen den Kampf? Okay. Warte. Seid ihr schon im Kampf? Nope. Okay. Nö. Wie denn einfach durch das Rote rennt, ohne entdeckt zu werden, what the fuck? Bei mir war da nichts rot. Bei mir schon. Was hält schleicht immer noch? Fuck. Ja, ich dachte, ich komme noch näher ran, aber irgendwie nicht. Ja, langsam mal der Mutter helfen. Okay. Ach, wolltet ihr auch noch mitmachen? Da habt ihr noch einen. Ja, fast steht er gut. Da habe ich mich schön platziert. Ja, hast du fein gemacht, Lena. They got me good. What? Hat sie gesagt? They got me good. Erwischt. Marie schenkt dir ein breites Grinsen, zuckt aber zusammen und lässt den linken Arm schlaff herunterhängen. Bei den 7, das war was. Was habe ich gesagt?
kein Kratzer. Jedenfalls keiner, der bleibt. Schön, dass mein kleiner Mann das gesehen hat. Mit dem Kopf Richtung, in die Richtung der Stelle an ihrem Unterleib deuten, auf den sie ihre Hand presst, und fragen, ob alles in Ordnung ist. Ah, sicher. Nur eine lästige Beule, wie es scheint. Muss wohl mal ein oder zwei Tage Pause einlegen, wenn das hier vorbei ist. Kämpfergejammer. Ich habe euren Namen nicht mitbekommen. Ich bin Mari. Ein Knicks machen und dich ihr als Lose vorstellen. Die Freude ist meinerseits. Alles in Ordnung? Ein wenig lachen. Du solltest ihr diese Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich hatte nie Angst vor Insekten. Ob ich jetzt Insekten ansehen würde, ich weiß ja nicht. Andererseits, wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich jetzt im Magen eines leeren Erwachten. Ich schulde euch was. Sagen, dass sie ihn ziemlich gut zugesetzt hat. Ich gehe gern auf Insektenjagd, wenn ich die Gelegenheit habe. Besonders mit einem harten Knochen wie euch vorneweg. Tut mir leid, aber ich muss los. Mein Junge wartet auf mich. Ein Jüngscher. Würdet ihr bitte die Brücke herunterlassen? Ich bin ein wenig beeinträchtigt. Im Augenblick. Im Augenblick? Naja. Muss was auf der Brücke sein. Ich hör zu. Und wie macht sich mein kleiner Spinnenaffe? Alles in Ordnung? Spinnenaffe? Ihr meint Drache? Kommt her. Mutter und Sohn fallen sich in die Arme. Eine Träne rollt Maries Nase herunter und fällt auf die schwarzen Stoppel auf Barrens Kopf. Streicht den Tropfen weg und lächelt. Sagen, dass du dich freust, sie wieder zusammenzusehen. Mari beachtet sich nicht. Sie schließt die Augen recht glücklich, während sie Baron über den Kopf streichelt. Mein Junge, mein guter, guter Junge. Hey, warte einen Augenblick. Mutter, Mutter, seht! Ich bin euch so dankbar, dass ihr meiner Mutter geholfen habt. So viele Lerner erwachte. Himmel, den Göttern sei Dank, dass es allen gut geht. Den Göttern danken? Pa, ich danke der Mutter und unserem Freund hier. Sagen, dass du gern geholfen hast. Ich erkenne einen guten Kämpfer, wenn ich einen sehe. Ich erzähle meinem Cousin Raymond, was ihr getan habt. Er hat eine hohe Position im Orden inne und hält sich gerade in Treibholz auf. Vielleicht hat er etwas Arbeit für euch. Fragen, wo sie jetzt hingehen. Ihr Haus ist von den Leichen der leeren Wachten umgeben. Es ist nicht sicher. In den Magisterunterkünften ist vermutlich ein Platz für uns. Raymond wird seine Cousine bestimmt nicht abweisen. Ist Raymond nicht der? Nee. Nee, doch nicht. Das war irgendein anderer. Ja. Sagen, dass du dir nicht sicher bist. Du hast schon einige Magister getroffen und bist nicht gerade darauf, dass es noch mehr werden. Ich weiß, dass sie ziemlich schreckhaft sind. Die leeren Erwachten haben uns alle dazu gebracht, mit der Waffe in der Hand zu schlafen. Ich kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie uns beschützen wollten. Raymond ist ein guter. Ihr werdet sehen. Ich mag ihn nicht. Er ist gemein. Kindermund. Tut und, Wahrheit kund. Ja, man muss nicht unbedingt nett sein, um zu den Guten zu gehören. Ihr werdet sehen. Ich sage ihm, was ihr hier getan habt. Er wird dankbar sein. Sagen, dass du selten so viele Lernerwachter an einem Ort gesehen hast. Fragen, ob sie eine Ahnung haben, was sie hierher zieht. Ein paar Zwerge von hier haben eine Wagenkarawane der Magister angegriffen. Wellenmagier darin gewesen sein. Lernerwachten müssen sie bemerkt haben. Kamen Informationen wie ein richtiges Bataillon. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sagen, dass sie Glück hatten, mit dem Leben davongekommen zu sein. Mary blickt zu Baron und zeigt ihre Muskeln. Er macht das Gleiche. Alles Gute.
Wir verschwinden in die Stadt. Viel Glück und kommt vorbei, wenn ihr es hineingeschafft habt. Oh, blaue Sachen. Stab, der viel schlechter ist als deiner. Ja. Ein Zauberstab, der viel schlechter ist. Brustpanzer, der viel schlechter ist. Gut. So, was gibt am meisten Gold? Brustpanzer. Erdbeben. Erdbeben, was geben? In Deutschland geht ein Beat um. Irgendwelche Probleme? Nö. Something on the bridge. Hey, wieso ist alles rot? Ist hier jemand drin? Aber es ist ja immer noch deren Haus. Ist mir egal. Egal. Nimmt alles mit, was nicht nietennagelfest ist. Räumt die Bude aus. Ja, aber sag dir, den falschen Schlüssel lässt du liegen. Was lässt du liegen? Falsche Schlüssel. Ja, Lena kann ja ein bisschen umgucken. Nice. Wie Nasasia aber mal spricht. Nice! Besen. Huch, geht den jetzt runter? Schalter. Die Sachen aufmachen. Aufmachende Sachen, Schalter. Hier liegt ein Buch. Hans kommt unter. Okay, leck mich am Arsch. Kinderreime. Nee. Ich hab das Bild. You're too large for this. Okay. Okay. Soll ich dir jetzt jede Tür aufmachen und alles wegnehmen kannst? Nö, mir reicht die Pyramide, alles gut. Aber ich nehme das Bild. Frech. Ups. Alexander-Bilder konnten wir noch nie nehmen. Doch klar, die sind nur zu schwer. Ja. So ein Fettsack ist, dass er nicht mal auf Bilder passt. Er hat mich anfangen, der streamt momentan Final Fantasy 7 Remake und meint, dass alles immer zusammenbricht, weil Aerith zu fett ist. I've spotted something. What's this? I found something. Ja, Tür ist bereits auf. Wieder zu? Tür bereits wieder zu. Wird gespeichert. Huch, upsi. Kann zaubern. Oh lol. Geht aber hoch in den Brunni. Ja, in den Brunni. Brunni Schmunni. Ey, ich wollte kann, lass mich doch erstmal ganz hoch. Aber mit Fliegen kann man sogar ganz hoch. Weg von Lena. Okay, das ist ja unglaublich, ist ja schlimm. Ja, hätten wir die letzte wo sind die jetzt schon wieder bei dir im Inventar? Ja, dann komm her. Haut mich halt weg hier. Ich hätte es ja mit der Teleportpyramide gemacht. Vor allem. Ja, es kommt bald die nächste. Alles gut. Aber ich hab's deine nicht gefunden gerade. Ja, das ist immer, wenn man automatisch sortieren macht, dann. Wo ist. Ach, da, Leute. Vor allem weil vorhin war dein Inventar ganz unten, jetzt ist mein wieder Inventar. Ja, das wieder ist. Ganz unten. Du kannst links orientieren, wie die Bilder sind. Genau. Ach, okay.
bin ich ganz unten. Jetzt bin ich ganz unten. Ganz unten, ach, keine Ahnung. Turtle made it to the water. Die Schildkröte sieht zu dir hoch, ganz langsam. Sieht da unten, ganz langsam. Sieht wieder zu dir hoch, ganz langsam. Okay, man hat kaum was gehört, Lena. Schade. Sie trösten. Ist sie unglücklich verliebt? Sie lässt einen tiefen Seufzer hören. Sie holt Atem. Sie seufzt erneut. Rory, die Ratte. Er ist da drüben. Nicht blinzeln. Sonst huscht er glatt vorbei. Wie eine Ratte. Oh Gott. Er ist Anmut. Ich bin Haferschleim. Ich bin zu langsam, um mit ihm zu schmusen. Und er ist zum Schmusen. Macht. Das war schon wieder abgehakt. Ich mach schon das Mikro echt nah dran. Ich könnte ihm liebevoll in seine kleinen Ohren stöhnen. Könnte ihm sagen, dass ich ihn liebe. Könnte meine Rüben teilen. Ja, ja, Rüben, ich verstehe schon. Melonen wohl eher, wa? Ich mag Rüben. Anbieten für sie, mit dem Rattentyp zu reden. Vielleicht kannst du ihm etwas Honig. Kannst du ihm etwas Honig um den Bart schmieren? Eine der besten Quests. Ja. Oh, wie lieb. Ist cute. Aber ich mag keine Butter. Vielleicht etwas Möhrensaft oder etwas. Die Hand hochhalten. Sie braucht gar nicht weiter zu sprechen. Du bist am Ball. Hector. Gut, ich warte hier. Genau hier. Sure is damp and dank here. Wait, don't those mean the same thing? I hear something scurrying around. Okay, Leon. Ihr? Apfelkartoffelkäse? Hunger hat sie. Der Ratte sagt, dass du etwas essen da lässt, wenn sie sich die Gelegenheit ergibt. Der Schwanz der Ratte krümmt sich hin und her. Sie stellt die Ohren auf und entspannt sie wieder. Essen? Oh, wir wollten über was Wichtigeres reden. Kann ich reden? Hunger? Sie sagen, dass sie etwas langsamer. Also sie soll etwas langsamer machen. Die Schildkröte hat ihr etwas zu sagen. Hunger, Käse, Bären. Die Ratte schnüffelt deinen Geruch. Ihre Schnurrbarthaare zucken. Käse essen? Obst essen? Ja, einfach was hinstellen? Cheese, food, food, food. Super im Englischen. Cheese, food, food, food. Food, cheese. Apple cheese. Ich gebe mal alles essen, was ich finde, gerade mal an Lena weiter. Ich kann es nicht fallen lassen. Ich kann diese Wassermelone auf den Boden legen. Alles am Essen fallen lassen. Einfach aus dem Inventar rausziehen und auf den Boden schmeißen. Mach ich. Aber es geht nicht. Lena, stell dich nicht so an. Ja, und hier ist deine Tasche, lol. Ich hab was zum Infizieren gefunden, Marcel. Cheese food, food food, cheese food, food cheese. Jetzt hat genug. Kann ich reden, Hunger? Okay. Ich will hier. Vielleicht nochmal mit der Schildkröte reden? Wow, und jetzt ist sie krank. Toll gemacht. Ihr rohes Fleisch gegeben. Och Mensch, Lena. Noch nicht die Tiere um. Jetzt will sie nichts mehr von dir. Na doch. Hab Hunger? Okay. Was ist mit der Ratte? Glaube ich nicht richtig. Nur weil sie wie Leon ist. Ja. Steht sie denn auch mal als Essen auf dem Boden, ne? Boah, ich hätte voll Bock auf was Süßes jetzt. Ich hör zu. Hellerglas oder so. Ganzes Glas. Vorschlag, dass Rory vielleicht einen Moment stillhalten würde, wenn er an etwas herumknabbern könnte. Ach, er knabbert so gern. Wenn ich ihn dadurch zum Bleiben überreden könnte,
würde ich auf einem Bett aus Äpfeln liegen. Vielleicht könntet ihr ein bisschen Essen neben mich legen. Es heißt doch, die Liebe einer Ratte geht durch. Eingang zulegen. Die Milz! Den Magen. Ich habe es vergessen. Okay. Die Erde unter euren Füßen bleibe stets fest. Morri, Schmorri. Dann magst du mir deine Wassermelone geben. Oh. Da gebe ich dir meine Melönchen. Die Pizza nicht opfern. Soll ich auf meinem Inventar zugreifen oder was? Ja, halt. Und was halt auch noch essen, aber ich glaube, du vergiftete Essen, oder? Vergiftetes. Ja, und ich besitze kein Essen. Muss ich das echt so zu ihm legen, dass er langsam herkommt? Spoiler oder nicht Spoiler? Ja, lass Lena machen. Lena kriegt grad schon hin. Lidl. Er kommt. Lidl. Wie schnell wurde jetzt die Ratte ist? Hä? So. Ich hör zu. Liebe liegt in der Luft. Was muss Adja noch ihr sagen, was du an einem solchen Ort mit einer Schildkröte nicht gerechnet hättest? Gerettet! Wer ist ihr Besitzer? Hat der Frau gehört, war erst da, dann war sie weg. Dieser Riker, netter Kerl, gibt mir Rüben. Mag Rüben. Jetzt bleibt die Erde stets frei, okay. Achso, sorry. Da fehlt nur noch so ein Hashtag vor, ey. Ist es dieses Paar? Ja. Ja, gut. Schön. Jetzt haben wir. Hast du eine Ratte mit einer Schildkröte zusammengebracht? Ja. Und? Nee, der bringt die Evolution weiter. Ja, kann man auch so sehen. Eine merkwürdige Art und Weise, aber ansonsten. Jetzt kann sie eben ins Ohr stöhnen. Als du zur Treppe wendest, dreht der Schädel oben auf dem Stapel knarren zu dir und blickt dich an. So scheint es jedenfalls, auch wenn du in die leeren Augenhöhlen keine Augäpfel siehst. Hallo Schädel. Warum lauert ihr in meinem Keller herum? Sag es mir auf der Stelle und sag die Wahrheit. Ach. Oder ihr tragt die Konsequenzen. Schädel ignorieren und gehen. Fängt um, sie leise pfeifen, du redest nicht mit Schädel, die Leute. Würden dich doch für verrückt halten. Ihr seid wohl der stille Typ. Na schön, dann nehmt euer Geheimnis mit ins Grab. Es ist gleich rechts von euch. Lebt wohl. Danke! Muss den Weg nicht laufen. Wo ist Leon hin? Im Grab. Ach lol, vor der Tür. Der wird straight vor die Tür gefahren, das ist mir ja gut. Ich bin da. Wir warten mal hier auf euch anderen. Stimmt, das war ja sein Keller.